Wir sind jetzt wieder auf dem Weg und besuchen jetzt mal die Kartenkammer. Mal sehen, was uns jetzt Schönes erwartet. Ich sage, dann starten wir schon mal in die Mission. Professor Frick wartet schon. Sie täten gut daran, diese junge Person nicht zu unterschätzen. Ihre Begabung für Magie übertrifft alles, was ich je gesehen habe, und ich unterrichte schon sehr lange. Wie schön, einen solchen Schüler zu haben. Das kann es sein. Da sind Sie ja. Ja. Ich habe Ihre Eule erhalten. Ich konnte mit Lodgok reden, dem Kobold, den ich erwähnte. Was haben Sie erfahren? Er und Ranrock standen sich nahe, aber sie haben sich zerstritten. Glauben Sie, man kann ihm trauen? Ich hoffe, dass wir den trauen können. Er wirkte aufrichtig. Es ist natürlich schwer zu sagen, aber Sirona Ryan vertraut ihm. Besser als nichts, nehme ich an. Gesetzt den Fall, wir trauen ihm. Hilft er uns, Ranrock zu finden? Ich habe einen gestohlenen Helm geborgen, mit dem er Ranrocks Vertrauen zurückerlangen will. Nicht schlecht. Das war der Plan. Hoffen wir, dass sich Ihre Bemühungen auszahlen und wir etwas über Ranrocks Pläne erfahren. Lodgok hat erwähnt, dass Ranrock etwas sucht. Konnte mir aber nicht sagen, was. Vielleicht birgt der Helm ein paar Antworten. Ranrock sucht irgendetwas? Das hatte ich befürchtet. Aha. Bei meinem Besuch meines Porträts in meinem Schloss hörte ich ungewöhnlich viel Betriebsamkeit. Kobold und Zauberer, vermute ich. Schloss Rookwood. Ach, das Schloss. In meinem ehemaligen Zuhause, ja. Und in dem Schloss findet ihre nächste Prüfung statt. Na moin. Sie haben nichts gesehen? Mit niemandem gesprochen? Nein. Ich gab mich nicht zu erkennen. Ich war erst vor kurzem dort. Und unter denen, die ich hörte, war niemand, den ich kenne oder dem ich vertraue. Ich blieb versteckt, um nicht die Zerstörung meines Porträts zu riskieren. Leider ist Victor Rookwood Ihr Nachkomme. Ein schwarzer Magier. Und im Bunde mit Ranrock. Mein Nachkomme? Ein schwarzer Magier? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Trotz der Hindernisse, die Sie erwarten, müssen Sie sich sofort auf den Weg zu Schloss Rookwood machen. Es ist nicht nur der Schauplatz der nächsten Prüfung, sondern birgt auch eine Energiequelle, die in den falschen Händen verheerend wäre. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit. Allerdings zweifle ich nicht an Ihren Fähigkeiten. Finden Sie schnellstmöglich mein Porträt. Gut, Sir. Ich bin schon unterwegs. Viel Erfolg. So, mal schauen. Müssen wir auf jeden Fall jetzt mal dran denken, dass wir die Tränke Sputen benutzen. Wir uns. Wir treffen uns in Schloss Rookwood. Pflanzentränke nutzen. Auftrag abgeschlossen, okay. War sozusagen nur ein Gespräch. Mal sehen, was uns jetzt erwartet. Das werden wir aber im nächsten Video, denke ich, dann mit fortsetzen. Sieht das noch irgendwas? Neuer Auftrag oder so? Hallo? Ja. So, mit dem neuen Auftrag machen wir im nächsten Video dann weiter. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Und bis dahin.